Hallo liebes Publikum, HBK hier und ihr seht eine neue Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time in der letzten Folge. Da muss ich jetzt erstmal ein bisschen hier runterdrehen, damit mir das nicht die ganze Zeit die Ohren zuschreit. In der letzten Folge habe ich vergessen, das mit dem Ingame-Sound richtig hinzubekommen. Der sagt mir jetzt, es ist... Na? Man erzählt sich, es sei 12 Uhr. Okay. Nee, in der letzten Folge, da haben wir es geschafft, Lord Jabu Jabu ein wenig milde stimmen zu können. Und ja, ich denke mal, dem wird es jetzt ein bisschen besser gehen als vorher, weil der hat da irgend so ein Elektrophil in seinem Magen gehabt und da kann ich gut verstehen, dass er nicht so gut drauf war. Ganz ehrlich, also wer wäre da schon gut drauf, wenn man irgend so eine komische Magenkrankheit hat? Wow! Wow, das war komisch. So, und in dieser Folge, da werden wir jetzt zu Zelda gehen, denn das ist das, was wir als nächstes machen müssen. Und geben die drei heiligen Steine ab, denn wir haben jetzt endlich die drei heiligen Steine komplett und hier kommen wir nicht hoch. Okay. Gut zu wissen. Ich hoffe, ich komme wenigstens da hinten irgendwo rauf, sonst bin ich irgendwie am Arsch, glaube ich. Weil sonst weiß ich nicht, wo ich hier lang muss. Dies ist natürlich dann mal wieder typisch, aber wäre mal nicht so vorteilhaft für dieses Let's Play. So, dann gucken wir mal da lang. Und doch, ich komme hier lang. So, geht doch. Ja. Ne, soweit erstmal. Und ich hoffe, diesmal nimmt der Ingame-Sound auch auf. Falls nicht, dann tut mir das nochmals leid. Von letzter Folge. Ich hoffe, mein wertvollster Schatz wird dir bei deiner Mission helfen. Das wäre super. Hoffe ich auch. Weil wenn nicht, dann wäre das vollkommen umsonst. Und hier ist schon wieder so ein Stein. Wozu sind diese Steine denn sonst gut, außer dass sie einem sagen, wie spät es Ingame-Time ist? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Moment, ich habe da gerade eine Nachricht bekommen. Da muss ich kurz mal gucken. Eieiei. Gut. So. Schon wieder da. Dann gehen wir hier runter und dann gehen wir einfach mal wieder zurück und nach Hyrule. Zurück zu Zelda. Das ist ja jetzt auch schon wieder Ewigkeiten her. Was war das? Folge 11 war das. Mittlerweile Folge 34. Ich meine, andere sind jetzt schon irgendwie im ersten, zweiten Tempel oder so. Also ich meine jetzt richtig Dungeon und nicht so wie ich, der hier schon Ewigkeiten braucht, um zu den Soras zu gelangen. So, dann gehen wir aber erstmal hier so. Schwimmen wir einfach mal den Fluss herunter. Sammeln dabei ein bisschen Geld auf, das wir überhaupt nicht brauchen. Weil unser Geldbeutel voll ist. Da war ein Octorok, den haben wir aber irgendwie einfach mal ignoriert. So krass, wie wir drauf sind. Ich kann das, denn ich bin Link, Motherfucker. Oh yeah. Und ich hoffe, ich habe jetzt auch wieder ein bisschen mehr Elan drin. Weil mir ist aufgefallen, dass die Aufnahmen, da klang das alles immer so monoton, so irgendwie so. Also, ich hoffe, dass es jetzt vielleicht ein bisschen besser wieder ist. Die Motivation ist wieder da. Ich habe jetzt endlich diesen Film fertig für die Arbeit. Das heißt, ich bin jetzt auch wesentlich weniger gestresst und kann mich ganz in Ruhe wieder ein bisschen den Aufnahmen widmen. Und wie ihr schon gemerkt habt, heute ist Sonntag und das hier ist die zweite Folge. Ich habe es also wirklich wahr gemacht. Ich werde jetzt jeden Sonntag zwei Folgen Zelda raushauen. Yay! Obwohl ich das Projekt eigentlich abgebrochen hatte, ich möchte ein Projekt nicht einfach abgebrochen so stehen lassen. Die einzige Ausnahme bei den Projekten, die ich nicht mehr als Let's Play mache, ist Binding of Isaac, weil das ist ein Livestream-Projekt geworden. Und dabei soll es bei Binding of Isaac auch bleiben. Finde ich jedenfalls. Und das macht sich halt als Livestream-Projekt auch ziemlich gut. So als Let's Play ganz okay, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich denke, ich bleibe dann doch eher bei den Sachen, die ich jetzt zurzeit mache. Und es wird wieder Nacht. Und der Himmel ist sehr dunkel, sehr schwarz. Oh je, eine rote Sonne geht unter. Ist der Himmel schon immer so böse dunkel gewesen? Ich würde mal sagen, nein. Ab hier wird übrigens alles wieder blind, also ab hier weiß ich nichts mehr. Aber Moment mal, das kommt mir doch bekannt vor. Ist es nicht das, was wir da geträumt haben am Anfang? Es würde ja heißen, dass Ganondorf jetzt Zelda entführt. Okay.
Okay, die Zugbrücke geht runter. Warum geht die in der Nacht runter? Die ist doch immer oben. Tatsache. Nee, das ist Chica. Das ist nicht Ganondorf. What the f... Sie hat da gerade eine Ocarina ins Wasser geschmissen. Ganondorf! Oh mein Gott. Verdammt, sie ist fort. Du da, kleiner Wicht. Du musst das weiße Pferd gesehen haben. In welche Richtung ist sie entkommen? Antworte mir. Link kann nicht sprechen. Ganondorf. Glaubst du im Ernst, dass du sie vor mir schützen kannst? Du Narr! Du hast Mut. Doch Mut kann manchmal tödlich sein. Böser Charakter ist böse. Armseliger Tropf. Weißt du, wem du gegenüberstehst? Ganondorf? Ich bin Ganondorf, der König der Gerudos. Hör! Meine Fresse. Wow, Zelda wurde gerade eben entführt. Ganondorf hat uns niedergebasht und uns erzählt, wer er ist. Wow. Hylianische Steppe, ich weiß. Dann gehen wir mal zurück ins Dorf. Denn ich kann mir gut vorstellen, was wir als nächstes machen müssen. Und keiner ahnt irgendetwas von dem, was geschehen ist. Natürlich, man sollte das Volk auch nicht unbedingt... Hey Kleiner, ich verrate dir etwas. Ich habe keine Unter... ich hörte, dass sich in der Nähe des Schlosses eine geheimnisvolle Quelle befinden soll. Ja. Okay. Nein, im Dorf ahnt natürlich keiner was davon, was passiert ist, weil... Aber ich würde es natürlich auch keinem erzählen, weil das wäre ja... Irgendwie so... Was ist mit dir los? Arr! Bist du der Junge aus dem Wald? Endlich treffe ich dich. Ich muss dir etwas mitteilen. Ganondorf, der Herr der Gerudos, hat unseren König verraten. Impa hat die Gefahr erkannt und ist mit Prinzessin Zelda aus dem Schloss geflüchtet. Ich habe versucht, Ganondorfs Leute daran zu hindern, ihnen zu folgen, aber ohne Erfolg. Die Prinzessin hat... auf einen Jungen aus dem Wald gewartet. Auf dich. Sie wollte dir etwas geben. Wenn du es hast, dann eile. Zur Zitadelle der Zeit. Nein. Nein. Er rührt sich nicht mehr. Nein, er ist gestorben. Verdammt. Ich habe doch nur mit dir geredet. Okay, Leute sterben also, wenn ich mit ihnen rede. Okay, Zeit mit meinen Leuten aus dem Jobcenter zu reden. Kleiner Spaß. So, ich kann mir gut vorstellen, Zelda hat ja was einfach so ins Wasser geschmissen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das jetzt suchen müssen. Und wie gesagt, es sah für mich aus wie eine blaue Ocarina. Wahrscheinlich die Ocarina der Zeit. Yeah, Punktlandung. Ja. Na, nimm. Was mag das sein?
Ich versuch's ja gerade zu holen. Geht doch. Dedede, die Ocarina der Zeit. Die Ocarina ist ein Artefakt aus dem Besitz des Königs. Sie hat geheimnisvolle Kräfte. Und wir porten automatisch in die Zitadelle, oder was? Link, kannst du mich hören? Achso. Link, kannst du mich hören? Es ist Zelda. Link, nun, da du die Ocarina in Händen hältst, bin ich schon weit entfernt. Ich versuchte, auf dich zu warten, doch die Zeit drängte. Zumindest konnte ich dir die Ocarina übergeben und diese Melodie. Du hast die Hymne der Zeit erlernt. Einfach so. Warum auch immer wir von Zelda so geträumt haben und warum auch immer ist das Bild jetzt weiß. Wohlan, Link. Spiele diese Melodie in der Zitadelle der Zeit vor dem Zeitaltar. Kann in der Stimme schon kaum noch quatschen. Yo, Navi, was los? Ja, yeah, ich bin aus dem Wasser, so. Ist das jetzt meine reguläre Ocarina? Okay. Nein, nicht speichern. Was ist denn jetzt mit der Ocarina passiert, die ich eigentlich von Salia bekommen habe? Ach, sag mir nicht, das ist jetzt so, die ist jetzt weg. Hallo? Das ist ja gemein. Meine Ocarina. Rette ich lieber nicht Zelda und, keine Ahnung, settle down with Salia. Finde ich besser. Bin eh mehr der Salia-Fan. Seitenstraße. Oh, wo kommt man denn zur Zitadelle? Hey! Er rührt sich nicht mehr. Ah. Wo war denn das nochmal? Was willst du eigentlich? Ich glaube, mit dir habe ich schon mal geredet, aber mit dem kann ich gerade nicht mehr reden. Der will nicht reden, wie es aussieht. Wo war denn nochmal diese verdammte Zitadelle? Da ist die Zitadelle der Zeit. Da haben wir es doch endlich. Nur 51. Alle sagen das gleiche. Wieso sind da direkt 4 Steine? Das macht ja keinen Sinn. So, dann gehen wir mal in die Zitadelle rein und mal sehen, was dann passiert. Erstmal passiert nichts, aber ich würde dann an dieser Stelle erstmal sagen, was ist für diese Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time? Ich bin HBK und ich sage mal Tschüss, bis nächsten Sonntag.